Arbeit dazu? Ja, der Kollege hat ja schon die Stellungnahme von Amnesty International angesprochen. Jetzt ist egal, ob man mit einer Diplomaten oder Journalisten aus einer Ost spricht, auch egal welcher politischer Couleur, alle berichten von einem wirklich erdrutschartigen Verlust an Glaubwürdigkeit der deutschen Diplomatie in der Region aufgrund der sehr einseitigen Haltung der Bundesregierung in dieser Causa. Es gibt auch Berichte, dass sehr bekannte, eigentlich pro-westliche Menschenrechtsaktivisten den Kontakt abgebrochen haben, etwa mit der deutschen Botschaft in Kairo. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, könnten Sie mal kurz skizzieren, was Sie da an Drahtinformationen aus den Botschaften in Nahost bekommen? Bestätigt sich auch aus Ihrer Sicht dieser dramatische Ansehensverlust der deutschen Diplomatie in Nahost? Herr Warbeck, ich würde mir da Ihre Analyse und Ihre Sichtweise keinesfalls zu eigen machen. Es ist doch vollkommen klar, dass der Konflikt in Gaza hoch polarisiert und natürlich auch sehr emotional draufgeschaut wird aus unterschiedlichen Ecken. Aber ehrlich gesagt, wenn ich die Gespräche wahrnehme, die wir führen mit unseren Partnern in der Region, vor allen Dingen auch arabischen Partnern in der Region, nehme ich da einen sehr engen Austausch, ein enges Vertrauensverhältnis wahr. Und wir tun ja wirklich fast Tag und Nacht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber intensiv im Grunde jeden Tag ja alles dafür, dass wir zum einen, wie ich eben schon geschildert habe, das Leid in Gaza lindern, dass wir die Perspektive auf eine politische Lösung dieses Konfliktes ja auch offen halten, dass wir wieder zur Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung hinkommen. Und da sind natürlich unsere Kontakte zu essentiellen Partnern in der Region und vor allen Dingen auch den arabischen Nachbarn Israels ganz wichtig. Und ich nehme da einen engen und vertrauensvollen Austausch. Ich kann jetzt hier natürlich nur für das Auswärtige Amt sprechen und für die Außenministerin sprechen, aber da einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch war. Das habe jetzt nicht nur ich gesagt, es gab ja selbst Berichte in der Tagesschau, die entsprechendes berichtet haben. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind diese Berichte, dass zahlreiche langjährige Partner, sowohl deutscher Auslandsstiftungen als auch des Auswärtigen Amtes selbst, massiv den Kontakt abgebrochen haben, sind so nicht richtig. Herr Warbeck, Sie haben mich gefragt nach unseren diplomatischen Kontakten in der Region. Und da kann ich nur berichten, dass diese gut und vertrauensvoll sind und wir ja in einem ständigen Gespräch und einer ständigen Reisediplomatie sind, um die Ziele zu erreichen, die wir uns setzen in unserer Außenpolitik. Es ist aber auch so, wie ich gesagt habe, dass auf diesen Konflikt ja sehr emotional geschaut ist. Das braucht man sozusagen manchmal nur in diesen Saal schauen, aber auch auf die Diskussion in der deutschen Gesellschaft. Und das ist ja auch normal. Also das ist ja ein Konflikt, den sich in der Form ja niemand gewünscht hat, der ausging von einem brutalen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober mit über 1000 Toten in Israel. Und der mittlerweile in Gaza eine Situation herbeigeführt hat, wo viel zu viele Menschen schon ums Leben gekommen sind und das Leid und der Hunger enorm ist. Und dass das natürlich Emotionen hervorruft und da emotional drauf geschaut wird, ist doch vollkommen normal. Ja, nochmal, um es ein bisschen konkreter zu machen. Also beispielsweise war Deutschland über Jahrzehnte ein zentraler Vermittler zwischen Hezbollah und Israel bei entsprechenden Verhandlungen. Da hört man zum Beispiel auch aus dem politischen, diplomatischen Kontext, dass das zum Beispiel gegessen ist, dass eigentlich kaum noch Partner gibt in Nahost, die Deutschland in diesem Kontext eine Vermittlerrolle zuschreiben. Können Sie das kurz kommentieren? Also ich weiß nicht, wer Ihre Quellen sind. Ich kann aber nur darüber berichten, was wir tun. Und Sie wissen, dass die Außenministerin ja nunmehr 8-mal in der Region war, dass wir ständig in Kontakt sind mit unseren Partnern in der Region. Sie war ja auch im Libanon. Diese Gespräche stellen wir fort. Ich werbe nochmal dafür, es ist ja nicht so, dass Außenpolitik ein Zauberstab ist. Wir würden uns auch wünschen, dass dieser Konflikt morgen vorbei ist. Aber das ist halt nicht so einfach und es ist komplex. Und das hält uns aber nicht davon ab, uns für unsere außenpolitischen Ziele einzusetzen. Und die habe ich ja eben schon hier skizziert. Dann noch Zusatz? Ja, aber nochmal, wie gesagt, ich würde es ganz gerne ein bisschen konkreter fassen. Können Sie mir ein Land in Nahost nennen, das Deutschland noch eine Vermittlerrolle in einem Konfliktgeschehen in Nahost zuschreibt? Also ich liefere Ihnen gern
all die Reiseziele der letzten Monate nach und sage, wo wir überall gewesen sind. Wir sind mit allen Regierungen in der Region und mir fällt es jetzt wirklich schwer, da irgendeine zu identifizieren, mit der wir derzeit nicht in Kontakt sind, in einem vertrauensvollen, intensiven, engen Austausch. Und all unsere Bemühungen dienen dem Ziel, die Geiseln aus den Händen der Hamas freizubekommen, das Leid in Gaza zu enden und einen politischen Prozess zu kommen, der in einer Zwei-Staaten-Lösung endet, weil nur so werden wir diesen Konflikt nachhaltig lösen. Rossum mit einem neuen Thema, bitte. Ja, bitte. Meine Frage ist, Richard.